ein Begriff vom Konzept her, den ich noch mit in den Fokus reinnehmen möchte, weil der wirklich auf spannende Weise eben mit diesem Zusammenspiel zusammenhängt, ist der Selbstwert. Weil der ist in dieser Einordnung von qualitativ gut, quantitativ gut ein bisschen anders. Bei Stärken, Werten und auch Emotionen ist es gut, ist es hilfreich und fördert es unser Erleben von positiven Emotionen, von Stärken und Werten, wenn wir uns im Leben damit immer wieder auseinandersetzen, wenn wir mitkriegen, hey, da war jetzt gerade was gut und auf welche Weise und was war der Wert dahinter. Nicht so beim Selbstwert. Wenn wir uns die ganze Zeit fragen, wie gut finde ich mich gerade, bin ich zufrieden mit mir, bin ich eigentlich froh, in meiner eigenen Haut zu stecken oder hätte ich eigentlich gerne eine andere, dann macht es uns schwerer, das zu verwirklichen, was wir eigentlich tun wollen. Und deswegen, wieder ein ESO-Bild, das ist ein Planetennebel irgendwo, ist Selbstwert etwas, was im konkreten Zusammenspiel und im Bild, wirklich in der Konstellation dessen, was da leuchtet, an Stärken, an Werten, an positiven Emotionen, im Hintergrund einen Rahmen gibt, im Hintergrund mit dabei ist und steht nicht im Vordergrund der Aufmerksamkeit. Steht dann nicht im Vordergrund der Aufmerksamkeit, wenn es wirklich echter, authentischer Selbstwert ist, also die Form von Selbstwert, die PsychologInnen uns raten, dass wir gerne haben mögen. Gesund, gut für, wohlfühlen, aufblühen, flourishing, wohlbefinden. Ich habe es mal mit echter Selbstwert übersetzt. Also unbedingt, bedingungslos heißt es auch manchmal authentisch. Wird auch manchmal Selbstwertschätzung genannt. Und zwar nicht Selbstwertschätzung, sondern Selbstwertschätzung. So. Dazu jetzt ein paar Gedanken vom besagten Christopher Mrock. Für die Frage, wo kommt dieser echte Selbstwert jetzt konkret im Leben her? Wir waren gerade in den konzeptuellen Sphären unterwegs, mit Stärken und Werten. Konkret, was für Arten von Situationen füttern echten, authentischen, kongruenten Selbstwert? Im Unterschied zu defensiven, bedingten und also nicht so gesunden Formen von Selbstwert. Nummer eins, würde euch nicht überraschen, insbesondere wenn ihr irgendwie mit Coaching zu tun habt. Erfolg, gutes Erreichen, Gelingen und zwar in Bezug auf Ziele, die ich mir selber selbstgesteuert, selbstverwirklichend setze, die ich will, wo ich dafür intrinsisch motiviert bin, was mir wichtig ist. Wenn ich das erreiche, dann tut mir das gut. Dann gibt mir das ein gutes Gefühl zu mir selber. Auf der anderen Seite, auch das wird wahrscheinlich wenig überraschen, es füttert auch unseren Selbstwert, wenn wir einfach akzeptiert, wertgeschätzt, gemocht, willkommen, geheißen werden, so wie wir einfach sind. So das Gefühl, egal was ich mache, ich darf da sein, ist okay so. Ich darf hier sein, ich bin willkommen, ich bin liebenswert. Ich kann mich auch selber lieb haben. Und die Art und Weise, wie wir das erfahren im echten Leben, ist typischerweise, wir erleben Wertschätzung und Akzeptanz durch andere Menschen. Umgekehrt, Stichwort andere Menschen, füttert es auch unseren authentischen Selbstwert, wenn wir das Gefühl haben, wir können die Welt zum Guten beeinflussen, gestalten, was tun. So die Idee, hinterlasse die Welt ein Stück besser, als du sie vorgefunden hast. Hinterlasse Spuren. Hab eine positive Wirkung auf andere, auf die Welt. Und das fördert dann den echten, den authentischen, den kongruenten Selbstwert, wenn die Wirkung, die wir da erzielen, nicht einfach nur Wirkung, Einfluss, geschweige denn Macht um ihrer selbst willen ist, ich will einfach nur das andere tun, was ich sage, sondern das, was ich sage, das, wozu ich Einfluss nehmen will, ist auch noch was Gutes. Etwas, was mit meinen Werten kongruent ist. Und deswegen noch die letzte Quelle, so von der Kategorisierung her, für wo kommt diese Art von Selbstwert her? Werte verwirklichen, einstehen für das, wo ich der Meinung bin, und zwar nicht nur der persönlichen Vorliebe, sondern wirklich, wo ich glaube, wo ich überzeugt bin, das ist gut. Da tue ich Richtiges, da tue ich Gutes, da verwirkliche ich Tugenden. Und das ist ein Begriff, wo alle außer Philosophinnen relativ große Bögen drum machen, Tugend, das klingt so, wer weiß schon, was das ist. Aber wenn wir ein persönliches Gefühl haben für, was halten wir für gut, tugendhaft, also das, was Philosophen tugendhaft nennen würden, was finden wir gut und richtig, wenn wir danach handeln, dann haben wir ein gutes Gefühl zu uns selber.
Und ihr seht, dass diese Begriffe, die jetzt hier aufscheinen, diese Quellen für Selbstwert, einerseits zu tun haben mit ich bin gut, ich habe das Gefühl, ich habe etwas Gutes in mir drin. Ich sehe ganz viele Fotos gemacht werden, das Bild wird noch größer. Und andererseits das Gefühl, eine positive Wirkung im Handeln, im Tun zu haben. Ich tue Gutes. Und das spielt beides zusammen. Das spielt in diese unterschiedlichen Faktoren unterschiedlich mit rein. Ebenso spielen in diese unterschiedlichen Selbstwertquellen auf unterschiedliche Art und Weise die beiden Faktoren der authentischen Selbstwertschätzung mit rein, die Mark von Trafalgar und Swan übernommen hat. Auf der einen Seite, wie wertvoll, wie würdig, worthy heißt es auch im Original, fühle ich mich als Mensch, steht eng in Verbindung mit, wie liebenswert finde ich mich, also wie gut im Sinne von, wie würdig lieb gehabt zu werden. Trafalgar und Swan nennen es tatsächlich self-liking, sich selber mögen. Und auf der anderen Seite steht Kompetenz, Selbstwirksamkeit, positive Wirkung im Außen haben. Und auch das, ich schließe mich meinem geschätzten Vorredner Herrn Sawatzki an, ist keine Matrix, ein Vierfelder-Schema, eine Systematik, sondern auch das würde ich euch einladen, wieder eher so zu sehen als, im Kurs nennen wir es gerne Landschaft. Ich möchte das mal noch um eine Sphäre erweitern. Also das sind eher so Cluster von Momenten, die wir in unserem Leben haben, die auf die eine oder andere Weise in diese verschiedenen Faktoren mit reinspielen. Und es kann auch sein, dass es da persönliche Vorlieben gibt, so was sind quasi meine Lieblings-Selbstwertmomente. Wo sind so meine Lieblingsemotionen dabei, wo ich das Gefühl habe, ja, jetzt bin ich dem wirklich auf der Spur, was eigentlich richtig und gut ist und wie ich sein will. Richtig und gut im Sinne von Wertschätzung, Erfolg, positiver Einfluss und eben Tugend.